So, Noriaki Kasai, der überragende Mann bisher hier und heute in Harrachov. Zweimal 182 Meter, zweimal zwei Meter über den kritischen Punkt. Und Thomas, er kann jetzt alles riskieren. Ja, hoffentlich riskiert er nicht zu viel, nachdem es ja zweimal so gut gegangen ist. Also, ich würde, wenn ich jetzt an seiner Stelle wäre, eher etwas ein bisschen einen vorsichtigeren Sprung machen, ein bisschen nicht zu viel, allzu viel zu riskieren, weil die Verhältnisse doch wahrscheinlich nicht so optimal sind. Der Tagessieg ist ihm nicht mehr zu nehmen. Ja, er ist auch ein bisschen verhalten herausgesprungen. Er geht zwar weit runter an die 160, 165, aber er hat das ganz gut gemeistert. Du hast dich genau an deine Anweisungen gehalten, Thomas. Und das war natürlich auch klar, dass man hier jetzt nicht mehr volles Risiko geht. Er ist natürlich auch schon einige Zeit dabei und das ist eben dann die Erfahrung, die man dann hat, dass man eben dann genau weiß, jetzt muss ich riskieren, jetzt kann ich voll gehen oder